Brothers! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute wird es darum gehen, mal wieder Walker Assault zu spielen. Ja, jo. Das ist heute unsere Mission. Ja, und was anderes gibt dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, dass es hier funktioniert, wie immer. Und ja. So. Mal wieder mit Kopfhörer, wie immer. Letzte Runde war ja von mir aufgenommen ganz gut. Von der Nick 2003. Richtig Lappen. Sitzt hier hinter mir und wird sich wahrscheinlich jetzt gleich aufregen. Ja, wahrscheinlich, ich ahne jetzt hier auch schon Böses, weil ihr irgendwie das mit dem Mikrofon nicht hinhaut. Habe ich so das Gefühl. Ach komm. Ja, sehr schön. Erstmal ein Schild ausfahren. Sehr schön, wieder eingeholt. Herunterfahren, okay. Wahrscheinlich sind hier zu viele Rebellen dafür. Anstatt, dass ich einmal zoome und den weghole, ja. Da hat der Lack, mit 0 HP bleibt er am Leben. Das ist doch immer lächerlich. Aber okay. Lassen wir mal so an der Stelle einfach so stehen und rücken weiter vor. 2-1, naja. Das geht doch. Ja. Ich ahne Böses. Oh, ich ahne ein Heldenobjekt, das vor meiner Nase geholt wird. Scheiße. Scheiße. Mann, das wäre witzig gewesen, aber das wäre auch zu übertrieben gewesen. Er hat Vader genommen, okay. Ich hätte Boba genommen. Ja, das wird eine lustige Runde. Kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ich werde natürlich wie immer alles geben. Diesmal holt er... So, jetzt holt er mich nicht weg. Das ist der. Oh, ey, das wird eine lustige Runde. Ah, okay. Ist man einmal raus, dann ist einfach auch nichts mehr möglich. Scheiß Subduide. Ich hole ihn natürlich nicht weg. So, verdient. Mehr als verdient. Ah, ja, DF9, Turbo Laser, war gar nicht DF9, aber okay. Hier ist eigentlich meine, die Front mag ich, bitte, kriegen wir ihn. Ich erwarte, ey, er ist direkt vor mir, nascht das Ding direkt vor mir. Es ist nicht Passi, Intelligente. So, eingeholt mit der Intelligenten. Sehr schön. Nächsten. Aber sie verteidigen gut. Definitelli. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufe aufs Raum. Aber sie werden hier auch gut weggenascht von unseren Leuten. Definitiv, sie rücken gut vor. Ich versuche natürlich das gleiche. Assist. Oh, ach, das ist der AT-ST, der hier aufräumt. Komm, schaffe ich! Ja.
Komm, der kampft sich jetzt hinter dem Blaster. Ist doch lächerlich. AT-AT ist auch. Scheint auch in jeder Episode gleich zu liegen, diese Punkte. Der Turbolaser nascht mich fast. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann er mich nicht mehr holen. Lappen. Ich weiß nicht, was der Turbolaser jetzt macht. Ist wahrscheinlich zu. Ich probiere es. Ich probiere es. Es sieht gut aus bis jetzt. Ja, hat funktioniert. Sehr krass. So. 7-6. Mal schauen, wie wir danach aussehen. Schlecht. Denn hier ist niemand. Schade. Die Schilde unseres Kampfläufers werden in Kürze reaktiviert. Das ist das Ende von Skywalker. Och, dieser Mann. Armseligen Rebellion. Ach, da sind die Ersten. Ich habe auch keine Zeit mehr. Rück zu den Ablenkstationen der Rebellen vor. Sehr schön, Turbolaser geholt. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablenkstation aktiviert. Erstmal wieder. Geholt, sehr schön. Ah ja, 11-6, okay, ist nicht krass. Dafür, dass ich einmal 30 Kills im AT-AT geholt habe. Aber das geht alles noch in Ordnung soweit. Definitiv. Ja. So. Geht's natürlich weiter. Oh. TIE Fighter rauscht an mir vorbei. Ich glaube, im Real Life wär man einfach schon vor dem Zug down gegangen. Aber in Star Wars Battlefront natürlich nicht. Herunterfahren. Wir wissen von einem unserer Informanten, dass Skywalker in Ich kann man nichts ist. Wirklich mit den Rebellen Bereitet anfangen. Da. Feindliche Einheiten geortet. Ja. Die Rebellen kontrollieren die Ablenkstation. Imploder? Ah, ich hab aber den Imploder. Ich hab den Imploder. Wenn ich den Imploder jetzt geschickt werfe, dann wird das tödlich. Oh, da kann ich wieder in AT-AT, aber das wird weg sein, ja. Aber im Grunde, ich warte jetzt mal, bis hier mal was passiert. Bis hier die Rebellen mal anrücken. Ach komm. Nerv nicht rum! Imploder. Imploder in den Gang, das werde ich machen. Das wird mir den entscheidenden Vorteil verschaffen. Ich habe den Imploder geworfen. Ja, er hat zwei weggeholt. Genauso sollte es sein. Er hat noch einen weg. Er hat weggeholt, der Imploder, ja. Luke. Luke ist so gut wie down, der hat nichts mehr. Haha, Lapen. So ein Lappen. Vorrücken und abschalten. Er versucht mich zu holen. Kriegt gar nichts hin. Da waren wir doch mit Luke schon mal besser. Definitiv. Ich werde in der Luft von der T-21 geholt. Ja. So viel Glück haben die Leute. Genau das ist der Typ, den wir auch schon von vorher kennen, dass. Es sind immer die gleichen Leute, die noch Glück haben. Oh. Ja, seinem Partner folgen ist immer das Falsche. Vor allen Dingen, wenn er eine KI-Dings von 3,8 hat. Das sollte man nach Möglichkeit natürlich vermeiden. So, mal gucken, was der hier hergibt. Bisschen was, eventuell. Gar nichts. Habe ich auch keinen Bock drauf jetzt. Dann werde ich weiter versuchen hier.
mit der EE3 was zu holen. Da ist doch einer. Ja, sehr schön gescannt, ist immer gut. Komm. Und mal eben drüber. So, herunterfahren. Achtet auf Rebellen. Ich achte sogar auf... Ich achte sogar auf Rebellen. Eingeholt. Kartenerneuerung. Hubschild, das ist super jetzt. Unsere Suchdroiden haben Skywalker entdeckt. Er ist ganz in der Nähe. Holt ihn euch. Aufpassen, Rebellen in Sicht. So. Okay, außer wenn uns der Turbolaser abschießt, dann gibt's ein Problem. Ansonsten alles gut. Was bringt mir das jetzt? Sehr schön. Ein Ploder! Ja, der Ploder holt ihn weg. Was? Von der Kontaktgranate direkt von Atlas A-Titan geholt. Guter Spieler. Muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet. Das sehe ich sogar hier. Vielleicht macht es aber mehr Sinn, an der anderen Front zu verteidigen. Hier an dieser. Wenn man, wenn jetzt hier jemand einen Ploder wirft, ne, dann war's das. Ja. Tun wir doch schon, versuchen wir doch. Oh, hallo! Wie geht's dir? Direkt geht er in den Turbolaser? Das heißt, ich muss jetzt einfach vorrücken. So, ist der Typ noch in der DF9? Ja. Der ist noch in der DF9. Er ist noch in der DF9. Er ist noch, aber wir können den AT-ST holen. Ja. Nein, wir. Och. Och, Leute. Turbolaser direkt mal wieder. Ah, Lucky Punch. Oh, ey. Der 10.000 P hat der. Der ist jenseits von meiner... von meiner Vorstellungskraft. Der ist ja richtig gut. Ich habe 3P, 3000 P, er 10.000 P. Ich bin mal wieder auf Platz 2. Wie wir es schon allzu oft tatsächlich gesehen haben. Entweder der war Luke, oder der hat echt nur Ablinks geholt, oder ja. Der wird auf jeden Fall nicht so schlecht sein. Ach komm. Nein! Oh, Mann! Jetzt holt er hier alles weg. Das ist der. Aber der sieht mich nicht. Oh, natürlich. Anderes. Komm, er hat auf einmal, er hat 87 HP. Und dann hole ich ihn trotzdem noch weg. Wie ist das denn überhaupt möglich? Oder habe ich einfach nur extremes Luck? Das kann natürlich auch sein. 23, 13. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Ist ganz nett. Im Grunde. Das Schutzschild war durchaus positiv. Oh, Atlas A Titan. Na, der hat nur 15 Kills. Das ist natürlich Lappen. und ich gammel hier auch nur rum. Auf meinen Kills. Wohl nix. Aber wir werden hier schon wieder hinter dem Walker. Leia. Ist das Leia? Ich glaube ja. Sie macht sowieso Truppler verderben gegen mich. Sehr schön. Intelligente. Ist immer ganz nice. Nein, ich scheiß jetzt mal auf den AT-ST. Ich habe niemanden mit der Intelligenten weggeholt, ey. Oh.
aber Kampfmeister. Ey. Ja, tja, dieses Spiel. Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Was ist, wenn ich da ablenkend einfach mal herunterfahre? Sie sind in der Überzahl. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee war das. Das hau ich jetzt einfach raus. Ich kann nur zusehen, wie sie geholt werden. Atlas Artitan, ich hab es noch gesehen, aber ich bin nur auf 3, warum? Der Typ ist doch nicht besser. Er hat auch nicht, ja doch, er hat schon ein paar mehr Punkte als ich. Da muss ich jetzt was zeigen, wenn ich hier noch Platz 2 holen will. Okay, Platz 3 ist soweit einigermaßen akzeptabel. Man muss bedenken, dass ich erstens AT-AT Glück hatte und zweitens, Boba Fett ist hier, um uns zu helfen. Ich schieß doch nicht auf Boba Fett. So. Atlas Artitan. Okay, das hätte wahrscheinlich gar nichts gebracht. Erstmal wieder verschwendet. Ich hasse Atlas Artitan, der regt mich so auf. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Ich bin noch da. Ah, das sah witzig aus. Aber warum fahren wir ihn jetzt nicht herunter? Ich probiere es mal. Rebellenschiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Okay. Der ist runtergefahren, ja. Ja, geholt, Atlas. Jetzt geht es aber auch wieder nach vorne. Was? Ah, sehr schön. Was? Platz 3? Warum? 30 Kills habe ich. Opa. Fett. Wo latsche ich gerade hin? Hallo? Hier ist doch sonst immer jeder. Hä? Oh. Oh. Hier war ich ja noch nie. Ich habe irgendeinen geholt. Warum? Ich bin so verwirrt gerade. Niederlage, ja, okay, 31 Kills. Ist soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Im Grunde wäre für mich Platz 2 auch verdient gewesen, ganz klar. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und sage, bis dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.